war ihr Umzug etwa unüberlegt. Vor ein paar Wochen ist Jennifer Lange zu André Mangold 32 nach Bonn gezogen. Dabei hatte der amtierende Bachelor, der zum Barlehrerin erst wenige Monate zuvor seine letzte Rose überreicht, bisher laufe das Zusammenleben auch super, betonte der diesjährige Rosenkavalier kürzlich. Aber was sagen eigentlich Jennes einzige Rivalinnen Jade Übach und Claudia Bergmann zu dem Liebesnest? Promi-Flash, haben sie es verraten? Wenn es passt, dann passt es. Die Entfernung zwischen den beiden hätte eventuell alles kaputt gemacht. Von daher finde ich es gut, weil Jenny hat noch zu Hause gewohnt, die wollte eh ausziehen. Warum? Also nicht direkt zusammenziehen, meinte Jade. Erst in einer gemeinsamen Wohnung merke man schließlich, ob es miteinander funktioniere. Ihre BFF Claudia stimmte ihr zu, wenn sie nicht zusammenpassen, dann merken sie es definitiv in den nächsten Monaten, weil sie ja jetzt so nah beieinander sind. Aktuell ist Jenny erst einmal viel ohne ihren Schatz zu Hause. Der Basketballer hat sich für die aktuelle Saison ein Apartment im 200 Kilometer entfernten Frankfurt gemietet. Instagram-Claudia_B. Claudia Bergmann und Jade Übach. Im April 2019 Anzeige Instagram, Dregold André Mangold und Jennifer Lange. Im März 2019 Anzeige Instagram, Dregold André Mangold in Frankfurt. Anzeige 535, ja, warum auch nicht, 41, nee. Ich dachte, dass da mehr böses Blut fließt. Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.